Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer spontanen Eilmeldung. Noah hat mich da gerade draufgebracht, der ist auch mit gerade an Bord. Hallo. Und wir haben ja jetzt hier durch den, oh, wie spricht man das aus, nur Bastille Day von den Franzosen hier. Das Ach hat, Gott. Ja, auf jeden Fall dieser französische Nationalfeiertag hier, wie mit bei den Amis, haben wir ja jetzt im Laden. Also ich meine, ich bin dann jetzt auch selber dran schuld, wenn ich euch das zeige, aber für die, die wissen, worauf ich hinaus will, das ist ja die absolut letzte Frechheit. Das hat mir Noah gerade gezeigt, das habe ich gar nicht gesehen so richtig. Wenn ihr hier im Shop seid, ne, ihr seht hier Airac, T99, Nemesis, und dann kommen wir hier schon französische Feuerkraft. Wir gucken kurz auf den Preis. Wir sehen, Stufe 7, 8 und 9 ist vertreten. 16.000. Für drei Panzer. Wir gehen da drunter kurz. Wir sehen den Nemesis MBT für 18.000. 2.000 teurer. Das lasse ich nur mal so im Raum stehen und auf euch wirken. Jetzt scrollen wir noch eins weiter nach rechts. Also WG-Konsole, geht's euch noch gut? Hätte mir das Noah jetzt nicht gezeigt. Ich krieg gerade einen richtigen Puls, Alter. Ich bin gerade. Puls ist gerade bei mir 14 von 10. Noah weiß, was ich damit meine, weil wir haben hier da einfach einen fucking Borask, einen ELC Even 90 und einen EBR. Der EBR vielleicht mit Ausnahme der Schwächste, wenn man den spielen kann, aber auch richtig gut. Das sind... Dazu mal sehr nervig. Also das sind drei absolut brutale OP-Eimer in den richtigen Händen. Komplett. Für 10.000. Jetzt gucken wir uns kurz den Vergleich an. Den haben wir im selben Bild. Wir gehen in die untere Reihe und gehen da mal eins nach unten und eins nach rechts. Für den schmalen Geldbeutel. KV4 KTTS 8.000. Ja, jetzt muss ich ganz kurz mal ausschweifend werden. Welcher bekloppte Idiot holt sich für 8.000 einen Panzer, wenn er für 10.000 einfach drei komplett brokene Achter kriegen kann? Also, das ist ja mal, in welchem Verhältnis steht denn das? Also, broken würde ich sagen, einer, der andere ist OP in dem Ding und der andere ist gut gespielt, einfach nur unfassbar nervig. Ja. Beste noch, habe ich mit Noah gerade gehabt, Freunde. Wir gehen da nochmal eins nach rechts. Französische Auslese, die Crème de la Crème. Der Paketname ist halt auch wirklich. Ich greife mir gerade an die Stirn. Halt auch die Panzer, die da drin sind. Ich greife mir gerade echt an die Stirn und frage mich. Nee, ich frage mich eigentlich nicht mehr, die spielen ihr Spiel nicht. Wer kauft sich denn für 20.000 einen fucking CDC, der sowas von out of meta ist, den spielt kein Schwein mehr. Das letzte Mal, wo ich einen CDC gesehen habe, ist wahrscheinlich 2015 gewesen. Nomad sieht man vielleicht noch ein, zwei vereinzelt, aber auch sehr wenig. Den muss man spielen wollen auch. Der kann mit dem Impact cool sein, die Kanone ist aber trollig, er lädt ewig nachgefühlt, er ist ein bisschen träge. Ja, und dann ist der HMH, der ist irgendwie so das Beste eigentlich in dem ganzen Paket. Aber obwohl der auch schon. Weit weg von gut. Weit weg von gut. Also... Ja, ich weiß nicht. Ich hab dann, also, als ich das Ding angemacht habe und da durchgeswollt bin, war die erste Reaktion eigentlich nur so, nein, was haben die denn jetzt gemacht? Weil 10.800 Gold ist echt ein Schnapper, das sind nicht mal 43 Euro. Ja, wir können ja mal kurz hier, ja, 12 sind 43, also ist auch mal runtergebrochen, 39, 38 Euro. Für 38 Euro kriegt ihr drei Achter. Davon einer broken, einer OP und der andere gut gespielt, absolut fucking nervig. Das ist halt... Also, ja, wer den Borast bis jetzt noch nicht hatte, für 10.800... Also ich hätte mir auch für 10.8, wenn ich noch nicht gehabt hätte, hätte ich mir auch für 10.8 einzeln geholt, wenn es ihm für 10.8 gegeben hätte. Weil der das halt auch voll wert ist. Ja, genau. Aber du hast halt einfach auch noch einen Vanguard dabei und einen EBR.
Ich sitze gerade, während Noah hier euch das erklärt, sitze ich hier gerade nur mit dem Kopf und schüttel, damit ihr kurz. Also, wer das Verhältnis nicht wirklich weiß und sich damit noch nicht auskennt in den höheren Stufen, für die, die noch neu dabei sind. Ein Borask ist meiner Meinung nach der Zehner Leid im Achter Schafspelz. Gib dem Borask noch die Tarnung während der Fahrt und das ist ein Zehner Leid. Der hat die DBM, die Pen, die Mobilität, der ist absolut nervig. Der Vanguard, wenn der einmal im Busch steht, den kriegst du nie gespottet. Der sieht dich schon aus 10 Kilometern, da kannst du dir sonst noch so viel Mühe geben. Den musst du provokativ rauspushen irgendwie. Ja, und den EBR, da musst du erstmal versuchen zu treffen, wenn der hier mit seinen Rad-Moves da durchgeht. Das ist ja wirklich so. Also beim Borask ist es auch so, ich freue mich tatsächlich, wenn ich mit dem Borask keine Achterrunde habe, weil da zu wenig dran ist. Ja. Der Borask will eigentlich wirklich nur minimal Neuner sehen, weil der hat auf Stufe 8 keinen Fressfeind. Der hat keinen Fressfeind. Also kannst du mir change my mind, aber kannst mir erzählen, was du willst. Und wer dann immer noch das nötige Geld hat, der kann dann auch gerne noch bei Aussehen hingehen oder noch diese zwei hübschen Skins dann holen für 3600. Ach, die gibt's auch noch für die. Oh. Ich meine, das finde ich cool, dass die Skins dann gleich zu den Panzern mit da sind. Lockt natürlich locken sie das Geld aus euch raus. Das ist natürlich klar. Aber das Paket an sich ist halt schon gerade wirklich, also, Freunde. Man muss jetzt mal sagen, wirtschaftlich gesehen gut, sehr gut für die, weil ich kann mir vorstellen, das kaufen sich viele, wenn sie das mitkriegen, ja. Das Paket, und die Panzer haben sie noch nicht. Von der Spielqualität her eher ein bisschen fragwürdig. Also muss man ich dann natürlich als von Stufe 8 erstmal Abstand nehmen jetzt. Muss man dann mal gucken, was man als Firma dann für sich ja in den Fokus stellt und in dem Fall Wirtschaftlichkeit. Das steht halt auch in keinem Verhältnis. Man hätte dann wenigstens den Borask bei französischer Auslese reinpacken müssen und den CDC dafür in die Geschwindigkeit, damit so irgendwie auch ein Gleichgewicht besteht, weil für die 10.000 hast du einfach drei komplett starke Panzer. Da ist keiner wirklich schwach da drin. Das ist ja, du kriegst ja sozusagen eigentlich hier einen Lottogewinn hinterhergeworfen. Ja. So, und wer kauft sich dann das doppelt so teure mit viel schwächeren Panzern? Also, wie gesagt, das steht in keinem Verhältnis. Die 16K ist okay noch für mich mit der Feuerkraft. Die sind alle gut, ja. Meiner Meinung nach. Also, meine persönliche Meinung, muss man aber auch spielen können. Der Cheffy ist gewagt. Er ist halt groß als Light. Der CDC langsam. Oder, CDA heißt er, sorry. Der CDA oder Audace, wie er heißt. Ist absolut geil, aber ist halt ein turmloser TD. Muss man spielen wollen. Und der Char Futur lädt halt ewig nach mit einem langen Intra-Clip, aber hat halt eine geile Mobilität, eine gute Kanone sonst auch noch. Das ist noch ein bisschen ausgewogen, aber diese 10.000, die bringen es halt, die lassen das fast gerade überall laufen. Also das ist wirklich eine absolute Frechheit und deswegen, meiner Meinung nach, würde ich Stufe 8 auch erst mal jetzt gehen lassen. Das ist gerade ein, würde ich mir vorstellen, richtiges Minenfeld, wenn du da reingehst. Deswegen, wir gehen jetzt in Code4-Modus und werden jetzt einfach. Wir werden jetzt erst einmal ein paar Leute verkloppen, die hier noch. Ja, gut, wir gehen jetzt erstmal Robben klatschen. Das wollten wir euch nur mal so mitgegeben haben. Aber das kannst du dir jetzt nicht geben. In dem Sinne, Freunde, haut rein, lasst euch gut gehen und lasst euch nicht abfacken. Ciao.